Was geht ab, ihr geilen Clubspurs? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal der Clubspur. Wie man schon erkennen kann, oh shit, das geschulte Auge zumindest. Es handelt sich um Modern Warfare natürlich. Ich als alter COD-Spieler muss natürlich auch Modern Warfare mit dabei haben, wenn das dieses Jahr rauskommt. Erstmal direkt hier ein Triple Kill gemacht, immer diese scheiß Camper. Erstmal ein Radar rangeholt. Boah, ist die Waffe unpräzise aus. Alter, aus der Hüfte. Holy shit. Ja, Modern Warfare ist rausgekommen, zusammen mit Infinite Warfare, und ich nehme euch natürlich direkt mit. Es werden auch natürlich noch mehr Videos dazu kommen zu beiden Spielen. Ist ja auch mit dem neuen Upload-Plan dann verknüpft. Da werden dann von jedem mindestens 2 Videos in der Woche kommen. Ich habe sowieso vor, 2 Videos pro Tag dann, und da wird dann ordentlich was kommen. Falls ihr mitspielen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen, einfach anfragen. Ich werde auch nochmal ein extra Video raushauen, was sich auf Mitspielen quasi bezieht. Denn ich werde da mal ein paar Communities erstellen für COD, für Battlefield 1, für Titanfall 2 auch. Dass man da einfach mal zusammen mitspielen kann. Ich weiß, ich bin noch relativ klein. Ich bin noch sehr klein, nicht nur relativ klein. Aber vielleicht meldet sich da ja der ein oder andere, und aus den Communities würde ich dann auch immer mal wieder Leute einladen, mit denen ich dann zusammen spielen werde oder dann auch mal zusammen aufnehmen. Also falls ihr mit mir spielen wollt, dann, oder einfach auch mal aufnehmen, dann könnt ihr es mich da dann wissen lassen, einfach mitgehen, einfach mit in die Community dann gehen, und dann werde ich da auch mal was rauspicken an Leuten. Aber dazu hier jetzt nicht mehr, das wird nochmal extra in einem Video erwähnt. Und ja, dann spielen wir jetzt mal weiter. Wir spielen auf Crossfire mit unserer schönen AK hier. Ich bin gerade Level 4 geworden. Ich habe jetzt schon 2 Runden gespielt. Und ich hatte mir halt gedacht, du spielst erstmal bis du den Klasseneditor freigeschaltet hast. Den gibt es ab Level 4. Dann kannst du dir zumindest eine eigene Klasse schon mal erstellen. Und ja, weiß dann auch ein bisschen, wie es mit dem Spiel abgeht hier. Denn das ist ja doch schon erstmal eine kleine Umstellung wieder, Modern Warfare zu spielen. Von der Geschwindigkeit her und alles. Das ist man gar nicht mehr gewöhnt. Vor allem, wenn ich dann so im Gegensatz dazu noch Titanfall 2 spiele. Ja, das ist minimaler Unterschied. Merkt man fast gar nicht. So, jawohl, Zahltag, Bitches. Ich wusste gar nicht, dass ich Payday spiele. Ich dachte, ich spiele Modern Warfare. Was ist denn hier jetzt schon wieder los, Alter? Nein, oh shit, ey. Oh fuck. Ich nehme übrigens am Donnerstag auf, also einen Tag bevor dieses Video hier rauskommt. Denn man darf, eigentlich würde ich es heute schon hochladen, also am Donnerstag, aber Activision möchte das nicht, das haben die verboten. Und dann dachte ich mir, komm, halten wir uns einfach mal dran. Und ja, ab morgen dann, also jetzt wo das Video dann rauskommt für euch, darf man dann auch wieder alles zeigen, und das freut mich. Ah. So, oh scheiße, den habe ich sogar mit der Nade abgeworfen, ey. Ich weiß gar nicht, wollte ich noch irgendwas sagen? Oh, oh. Zum Beispiel die Flashes, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Oder allgemein mit den Granaten, denn ich habe ehrlich gesagt in Modern Warfare... in Modern Warfare wollte ich schon sagen. Hier. Also Infinite Warfare, Advanced Warfare und Co. Habe ich wenig mit Granaten gespielt, weil man da halt dieses 10er-Klassensystem hatte. Dass man nur 10 Ausrüstungsteile mitnehmen konnte. Und da habe ich mir dann gedacht, verzichte ich lieber auf die Granaten, nehme dafür mehr Perks mit. Da die schon extrem hilfreich sind, und die dann einfach mal hier so einzunutzen, einfach da so Flash, da muss man auch wieder erstmal reinkommen. Und ich frage mich,
ob das normal ist, dass man so wenig Anpassungsmöglichkeiten damals hatte bei Modern Warfare. Denn jetzt hat man einen Schalldämpfer, einen Granatwerfer und ich glaube ein oder zwei Visiere. Und das war's. Also kein Vordergriff oder sonstiges. Ich weiß gar nicht, ob das normal war oder normal ist, dass man so wenig Sachen machen konnte mit den Waffen. Ich hatte Modern Warfare nämlich damals nie gespielt, dafür war ich noch ein bisschen zu jung. Ach ja. Weißt du, sieht das so aus, als würde er gleich zurückkommen, dann kletter ich rein, dann kommt er sogar zurück. Das war einfach mal wieder klar, dass das zeittechnisch so kommt. Und dann killt mich noch einer von der Seite, so. Erstmal eine Flasche hin. In the house, Alter. In the house gurken sie rum. So. Oh, shit, Alter. Ja, ich habe auch schon gemerkt, ich habe auf Ship irgendwas habe ich schon gespielt. Shipment oder sowas, kann es sein. Also, das ist die richtig kleine Container-Map da. Darauf her scharf, Alter. Das geht ja überhaupt nicht klar, ey. Oh, fuck, Alter. Ja, wow. Ich habe einfach null gesehen. Danke dafür einfach nur. Da haben sie schon... nee, nicht da. Aber davor hatte ich noch auf einer Map gespielt. Wie hieß die nochmal? Bog. Also B-O-G schrieb die sich, glaube ich. Da haben schon einige ganz hinten gesetzt in der letzten Ecke, die es gab auf der Welt. Und haben sich dahin gesetzt mit ihrer Sniper. Und haben da einfach übelst hart gekämpft. Das hat mich ein bisschen genervt. Weil die ja auch schwerer wegzuholen sind, die Camper hier. Man kommt halt nicht so schnell voran wie in anderen CODs, in den neuen CODs. Da muss ich auch erstmal drauf klarkommen, dass man sehr stark eingeschränkt ist in der Bewegung, wie gesagt, zu den anderen Teilen. Ach, scheiße. Womit hat er mich so schnell weggemacht? Mit der M16A4, ne? Oh, nee. Er ist nun ja bis, jetzt sind, glaube ich, 10 Maps drin oder so. Multiplayer-Maps. Und bis Dezember sollen dann alle reingereicht werden. Ich frage mich, ob da auch noch Waffen bei sind, die fehlen. Oder, halt Aufsätze und sowas. Wie gesagt, ich hatte Modern Warfare nie gespielt. Modern Warfare 3 hatte ich, aber nicht den ersten Teil. Von daher könnte es ja eigentlich schon fast normal sein, dass man so wenig machen kann, ne? In Modern Warfare, von wann ist das? Also das vierte COD gewesen. Das ist schon ein bisschen her. Auch wieder dran gewöhnt, dass man in einem COD... Fuck. Messern kann. Also, natürlich, man kann messern, aber dass das One-Hit ist, egal von wo du kommst, da muss ich mich auch erstmal wieder dran gewöhnen, denn, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Infinite Warfare ist. Infinite Warfare musst du, glaube ich, auch von vorne zweimal. Ach du Scheiße, war das schlecht. Ich muss, glaube ich, mal die... Ja, kommt da noch einer, Alter. Die Sensitivität höher stellen. Zumindest einen höher. Aua. So, erstmal eine Flash dahin. Jawohl. Oh, oh. What? Lol, den habe ich überhaupt nicht gesehen, den Typen. Ich muss auch erstmal auf die Perks klarkommen. Ich muss einfach auf alles klarkommen erstmal in diesem Spiel. weil das für mich halt echt ungewohnt ist. Das Spiel ist mir nicht bekannt. Aber ist eigentlich immer so, wenn man ein neues Spiel holt. Oh, da sind sie alle von mir gestorben. So. Oh, shit, Alter. Erstmal die Flash rausholen. Jawohl, Blend Assist. Der hat eine 15er Abschussserie, Alter. Irgendeiner hat eine 15er Abschussserie. Das ist wahrscheinlich der mit seinem Helikopter da. Ey!
Also die Arcadia ist eigentlich schon relativ präzise. So aus der Ferne dann auch. Aber als ich vorhin mit der MP5 gespielt habe, du, das konntest du vergessen. So, erstmal Melonen schneiden. Zack. Jawohl, lecker. Da ist sogar eine mit vielen Kernen. Interessant. Ah, wobei, die große hat wenig, die haben viel. Muss man nicht verstehen. Wenig ist manchmal mehr. So, jetzt ist der Heli auch weg. Jetzt kann man auch raus. Und wird direkt erschossen. Also sollte man drin bleiben. Wir gehen jetzt. Ja. Jawohl, Alter! Fick dich, Junge! Ganz ehrlich! Nein, ich will. Wo geht's da hin? Oh gut, ich bin weg. So, Moment. C haben wir. A haben wir verloren. Und B wollen die sich gerade holen. Aber nicht mit Sergeant Mafia, Alter. Ach, fuck you, ey. Weiß gar nicht, wie ich stehe. Will ich gerade auch gar nicht gucken. Ja, wer denn jetzt, Alter? Ich visier der an, der haut ab, dann visier ich den oben an und der haut dann auch ab und der andere kommt wieder. Wow. Wow, Alter. Was war das denn jetzt? Das war ja nicht so gut. Ah, 187 zu 200 haben die Opfer, also die Opfer, gegen die Marines verloren. Scheiße. Ach nee, Moment, ich war bei den 200, ich war bei den Marines. 13 zu 21 habe ich gespielt. Ja, ist nicht so gut, aber zweiter aus dem Team, das ist schon besser. Na gut, Rang 6, kriege ich was Schönes. Achso, das wird mir wahrscheinlich, wird das angezeigt, keine Ahnung. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt eine erste Runde gespielt. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst mal ein Like da und schreibt es auch in die Kommentare. Also ich habe da auf jeden Fall Bock drauf und es wird auch mehr dazu kommen. Das kann ich versprechen. Aber wäre gut zu wissen, dass das bei euch dann auch gut ankommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.